Wenn man zu einem solchen Vortrag eingeladen wird, dann muss man meistens über Monate hinweg vorher den Titel des Vortrages bekannt geben. Aber was weiß ich, worüber ich dann reden werde in ein paar Monaten? So ist auch der Titel dieses Vortrages entstanden. Aber ich bin froh, dass er mich heute nicht negativ überrascht. Es geht um Kunst. Und im Rahmen dieses Betrachtens von Kunst um die Frage nach Schöpfung und nach Verwandlung. Dahinter steht also die Frage, was verstehen wir eigentlich unter Kunst? Es ist immer schwierig, wenn man über etwas miteinander ins Gespräch kommen will und dann merkt man im Laufe des Gespräches, dass der andere eine ganz andere Auffassung davon hat, dass die Definition nicht klar ist. Und darum beginne ich in diesem Vortrag zunächst mit der Frage, was verstehen wir unter Kunst? Ich habe keine letzte Antwort dafür, aber ich möchte versuchen zu sagen, welche oder in welche Richtung eine Antwort gegeben werden könnte. Und auch in welche Richtung ich sie suche, damit Sie wissen, mit wem Sie es da zu tun haben. Sie müssen mir überhaupt nicht folgen. Das ist auch nicht das Ziel eines solchen Vortrages, sondern eher sich auf den Weg machen, um zu fragen, was meine eigentlich ich? Das ist gut erfahrbar im Gespräch mit jemand anderem. Schöpfung und Verwandlung. In unserem deutschen Sprachraum, wenn da von Kunst die Rede ist, tauchen Begriffe auf, Verben, die mit schöpferischem Tun zusammenhängen. Ein Künstler hat sein Werk geschaffen. Von einer Hausfrau wird man kaum einmal sagen, sie hätte ihr Mittagessen geschaffen. Sie hat das schlicht und einfach gekocht. Und der Bäcker hat den Gugelhupf auch nicht geschaffen, sondern er hat ihn gebacken. Wir reservieren also diese Begriffe für eine ganz bestimmte Kategorie von Tätigkeiten, von denen wir meinen, dass sie etwas Besonderes sind. Ohne dass wir uns zunächst festlegen, was dieses Besondere denn nun sei, was aus einer normalen Tätigkeit eine schöpferische werden lässt. Und schon diese Beobachtung kann uns helfen, etwas zu verstehen. In der Antike hat man den Unterschied zwischen Handwerk und Künstler nicht gekannt. Jeder Künstler war von der Sprache her ein Handwerker und jeder Handwerker war ein Künstler. Dass es hier einen Unterschied gibt, den man sprachlich auch benennen kann, vielleicht benennen soll, das ist erst im Laufe der Geschichte so geworden. Wer dem nachgehen will, am Anfang der Neuzeit wird das verhandelt unter dem Begriff des Genies. Bei Johann Wolfgang von Goethe erlebt man den Umbruch in diesem Begriff des Genies. Das Genie ist ein Mensch, dem es in besonderer Weise, so die Definition von damals, einer besonderen Weise gegeben ist, etwas Einzigartiges, etwas Besonderes, etwas mit einem Feuer, einem Leuchten und einer bestimmten Botschaft zu erschaffen. Etwas, was nicht jeder kann und nicht jeder hat.
Auch dieser Begriff ist später verblasst. Wir reden heute kaum mehr von einem Genie. Wir haben für dasselbe vielleicht andere Begriffe. Aber das zeigt etwas von der Geschichte. In der Botschaft des Alten und Neuen Testamentes kommt der Begriff Schöpfung, das Verb erschaffen, vor. Und zwar gibt es dort in der Hauptsache zwei Begriffe. Der eine Begriff ist das, was wir auch kennen mit machen oder tun. Also ein Vorgang, der von einem Menschen ausgesagt werden kann, aber auch von Gott, der gleichsam Gott und sein Handeln, aber auch mich und mein Handeln parallel setzt. Und sagt, das ist vergleichbar. Wir Menschen machen und tun etwas. Und so kannst du dir vorstellen, dass auch Gott etwas macht, etwas tut. Nun hat das Alte Testament noch einen zweiten Begriff. Und der kommt im ersten Vers der Bibel vor. Am Anfang schuf Gott. Und dieses Verbum für schaffen wird nur von Gott im Subjekt ausgesagt. Dann war das nur für Gott und dieses spezielle Handeln reserviert ist. Daraus kann man lernen, vielleicht etwas von der Sehnsucht auch unter uns. Ich möchte gerne einem Menschen begegnen, bei dem es vielleicht so ähnlich ist wie bei Gott. Ich bin angezogen von einem schöpferischen Menschen. Von einem Menschen, der etwas tut, etwas produziert und das, was er da tut, was er da produziert, übersteigt das normale Maß unseres menschlichen Handelns bei weitem. Ich merke und ahne, ich habe es hier mit etwas Besonderem zu tun, ich habe es hier mit einem besonderen Menschen zu tun. Diese Sehnsucht kennen wir. Und es ist, wie wenn die Sprache der Bibel uns zur Ordnung ruft und sagt, trag Sorge dazu. Dieses spezielle Wort, das das Schöpferische in seinem Wesen meint, es kann sein, dass das nur von Gott ausgesagt werden kann. Jeder Mensch kann machen und etwas tun, etwas bewerkstelligen. Aber hüte dich davor, diesen Menschen und sein Tun zu sehr in die Nähe Gottes zu rücken. Es kann sein, dass du dann Gott zu nahe kommst oder auch den Menschen auf eine Ebene heben willst, die er gar nicht einnehmen kann und nicht einnehmen soll. Was ist es, was den Menschen und sein Machen und sein Tun auszeichnet, kennzeichnet? Im Titel des Vortrages ist es benannt mit dem Begriff Verwandlung. Man kann sich das deutlich machen an den Geschichten auch des Alten und des Neuen Testamentes. Die Bibel beginnt mit dem Satz, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Dieses besondere Wort, schaffen, wie nur Gott etwas schafft. Im zweiten Kapitel wird nun beschrieben, wie es zugeht, wo Gott den Menschen schafft. Aber das ist anders beschrieben.
Schaffen im besonderen Sinn Gottes, das beschreibt Paulus im Römerbrief. In Kapitel 4 sagt er, Gott, und zwar nur Gott, kann das, was nicht ist, was noch gar nicht existiert, er kann das, was nicht ist, so rufen, dass es aus dem Nichtsein ins Dasein kommt. Kein Mensch kann das. Der soll es auch nicht versuchen. Aber ich kann darauf achten, dass Gott das tut. In der Fachsprache hat man das genannt, die Creatio ex nihilo, die Erschaffung aus dem Nichts heraus. Es ist gut, wenn man das bis heute tut, so benennt, um zu erkennen, wir Menschen können Gott vielleicht zusehen, Gottes Handeln so bewerten, als solche Creatio ex nihilo, aber keiner von uns kann das. Der Zusammenhang in Römer 4 ist, dass Gott den Abraham ruft und in dem Moment, wo Gott den Abraham ruft, glaubt Abraham. Und Paulus sagt, da hat Gott etwas, was nicht vorhanden ist, nämlich den Glauben des Abraham, gerufen und unter diesem Ruf, durch diesen Ruf, kam dieser Glaube, sodass nun Abraham geglaubt hat. Eine Schaffung aus dem Nichts heraus. Zugegeben, das wünsche ich mir manchmal. Im Ruf zum Glauben, manchmal auch im Ruf zur Kollekte. Ja. Manchmal im Ruf an einen Menschen, von dem ich so genau zu wissen meine, was er nötig hätte und was er tun sollte. Und es ist gut, wenn wir uns gegenseitig immer wieder ermahnen, das kann nur Gott. Und wir können es nicht nur nicht, sondern wir sollen es uns auch hüten, davon zu träumen. Wir können beten, Gott darum bitten, aber das ist nicht unser Raum, nicht unser Tun und es wird von Gott her von uns auch nicht verlangt. Wenn ich das auf Kunst übertrage, dann meine ich, hat das was sehr Erleichterndes. Auch Kunst ist nicht Creatio ex nihilo. Wenn es geschenkt wird, dann taucht in einem Kunstwerk etwas Besonderes auf. Das Besondere taucht aber nicht aus dem Nichts auf, sondern es ist im Titel des Vortrages nicht Schöpfung, sondern Verwandlung. Und eine solche Verwandlung wird uns schon im zweiten Kapitel der Bibel beschrieben. Wo Gott den Menschen macht, das wird jetzt beschrieben, wie das zugeht, da heißt es, Gott bildete den Menschen, er formte ihn. Und um das formen zu können, nimmt er bereits Vorhandenes in die Hände. Er nimmt vom Ackerboden zusammen mit Wasser, knetet er. Der Vorgang der Schöpfung ist also, dass Gott Vorhandenes nimmt und dann verwandelt. Das Vorhandene, der Erdboden,
das Wasser und er blies ihn an mit Lebenshauch, mit dem Atem. Ebenfalls Vorhandenes. Und im Ergreifen des Vorhandenen wird nun ein lebendiges Leben draus. Also auch Gott ist einer, der Schöpfung kennt als eine Verwandlung. Und das ist der Vorgang, wie es bei uns Menschen zugeht. Ich nehme eine Leinwand, ich nehme die Pigmente, ich nehme das Bindemittel, ich nehme, in anderen Kunstsparten ist es etwas anderes, aber ich greife zurück auf Vorhandenes. Und wir Menschen können es gar nicht anders als so. Und das Vorhandene ist einmal das Materielle. Bei Gott der Erdboden, das Wasser, der Atem. Das Vorhandene ist und kann sein, aber auch etwas Geistiges. Ich habe eine Idee. Ich sehe etwas vor mir. Ich will etwas außen gestalten, was in mir innen als Bild bereits vorhanden ist. Gestaltung ist Verwandlung. Kunst ist eine solche Gestaltung durch Verwandlung. Und wir tun einander gut, wenn wir nicht mehr von uns erwarten. Ein Künstler nicht von sich als Künstler. Ob dann mehr dazukommt, werden dann fragen, was dieses mehr ist. Das liegt nicht in der Hand eines Künstlers, auch wenn er es will. Und das mehr daraus wird, das ist auch keine Forderung des Kunstbenützers, dem der Kunst in Auftrag gibt und dann bezahlen wird dafür. Ich kann Musiker mieten, von denen ich weiß, dass sie glänzende Musiker sind. Ob aber dann in ihrem Gestalten, in dieser Verwandlung vom Notenblatt durch das Instrument in die Musik hinein, das Besondere geschieht, dass ich sagen kann, jetzt ist so etwas wie Schöpfung unmittelbar geschehen und ich war dabei. Das kann man nicht in Auftrag geben, das kann man auch nicht produzieren. Und so ist Kunst etwas Schwieriges. Vorbereitung, Übung, Vorhandenes, das verwandelt werden kann. Das ist das Verfügbare und dazu das Unverfügbare. Soweit mein Versuch, mich dem Verstehen von Kunst zu nähern. Eben auch der Frage, was kann ich erwarten und was darf ich nicht erwarten? Wo grenzt meine Erwartung an Hybris, an Hochmut, an Übersteigerung, auch an Überforderung, Selbstüberforderung, Überforderung des anderen. Man kann sehr leicht unzufrieden sein, wenn einem so zwei-, dreimal es geschenkt ist, dass das Besondere von Gott her dazukommt. Dass man es leicht dann doch für machbar hält und enttäuscht ist, wenn es sich nicht einstellt, den Fehler bei sich sucht, bei diesem und jenem. Man hält es dann für Methode, man hält es für etwas,
das lernbar und machbar ist. Der Anfang also. Ein Ruf zur Vorsicht, was von Kunst erwartet werden kann und was nicht. So. Wenn es um Kunst geht, dann ist es so, dass etwas, was wir aus der Wirklichkeit her kennen, an uns herankommt. Ich mache einen Spaziergang und die Landschaft, durch die ich gehe, die kenne ich. Ich kenne sie gut. Und ich biege an dem Weg um eine Biegung und ich weiß, dort öffnet sich mir die Landschaft und kommt mir von einer anderen Seite her entgegen und ich erfahre etwas Besonderes, nämlich, das ist nicht nur diese Landschaft, sondern in dieser Landschaft ist etwas, das diese Landschaft übersteigt. Da ist was mehr dabei, etwas Größeres, etwas, das sich so gar nicht wirklich beschreiben lässt. Und ich bin in den Ferien, besuche die Kirche einer Abtei. Ich war schon öfter da. Eigentlich weiß ich, was mich erwartet. Und ich gehe die Treppen hinunter in die Krypta. Und auch dort ist plötzlich etwas anders. Das Licht, der Klang, der Geruch, die Atmosphäre, über all dem und hinter all dem ist plötzlich noch mehr da. Und ich bin wie gepackt, weil ich berührt bin von diesem Meer, das hier plötzlich auf mich zukommt. Nicht machbar, aber trotzdem da. Und wenn man davon erzählt, in der Regel trifft man auf Menschen, die einem das Echo geben und sagen, dort habe ich es zwar nicht erfahren, aber ich weiß, wovon du sprichst. Diese Erfahrung kenne ich. Wie benennt man diese Erfahrung? Man kann sie benennen und sagen, hier ist etwas Übersteigendes. Hinter der Wirklichkeit und in ihr. Die Begriffe sind alle relativ, denn sie sind nicht dahinter, sie sind auch nicht drin. Ich habe dafür keinen Ausdruck sprachlich. Aber eben doch, hinter und drin ist doch etwas, das diese Wirklichkeit übersteigt und im Moment erfahre ich es. Und so geht es bei Kunst. Das Ziel von Kunst ist ja, so denke ich, für jeden Künstler und auch für mich als jemand, der Kunst sucht und besucht, dass mir genau das geschieht. Ich sitze vor einem Bild, ich besuche ein Konzert, ich kenne das Bild, ich kenne die Musik und ich sehne mich danach, dass dieses Übersteigen von dem, was in der Musik
und über ihr und hinter ihr liegt, jetzt sich vollzieht und für mich bemerkbar wird. Der Begriff übersteigen heißt auf Lateinisch transcendere. Wir kennen es vom Substantiv, vom Begriff Transzendenz. Und das ist damit gemeint mit Transzendenz. Dieses Übersteigen. Und es wird in der Sprache der Philosophie, der Religion, Mittelalter bis heute, von Gott verwendet. Gott ist transzendent. Nicht nur er. Aber er in einer besonderen Weise ist der Übersteigende hin in seine Welt, hin zu uns. Mit Kunst hat das zu tun, weil wir diesen Spuren in besonderer Weise in der Kunst nachgehen. In meinem Versuch, Kunst zu verstehen, würde ich hier den Unterschied zwischen Handwerker und Künstler sehen. Einen Unterschied, aber einen, an dem man etwas festmachen kann. Von einem Handwerker verlange ich nicht, dass er etwas Übersteigendes produziert. Hoffentlich auch nicht in der Rechnung. Bei einem Künstler aber, ich habe vielleicht nicht die Erwartung, aber ich habe zumindest die Sehnsucht danach, dass es dort geschieht. Auch das erfahren wir. Es gibt Bilder, es gibt Musik, von der sagen wir vielleicht, das wirkt wie so heruntergespielt. Ich würde sagen, na, wenn es gut heruntergespielt wird, dann ist das ja schon mal etwas. Ist nicht einfach nichts. Aber es ist nicht das, was ich von Kunst erwarte. Aber ich merke auch, die Erwartung, dass das jetzt geschehen müsste, ja, dass ein Künstler verantwortlich dafür ist, dass es mir jetzt geschieht. Diese Erwartung besteht zu Unrecht. Als Sehnsucht ja, als Erwartung nein. Nun sind wir bei diesem Phänomen des Übersteigens. Wenn wir dem nachgehen, dann entdecken wir, dass es dieses Übersteigen in zweierlei Richtung gibt. Einmal, dass das Übersteigen in der Wirklichkeit über das Kunstwerk zu mir kommt. Und dasselbe nun auch als Antwort, dass auch ich im Angesicht des Kunstwerkes, und ich nenne das jetzt Angesicht des Kunstwerkes, gemeint ist jeder Vollzug von Kunst, also auch Musik oder was immer darunter gehört, dass auch ich im Angesicht, im Vollzug des Hörens, des Betrachtens, mich selber übersteige auf dieses je Größere hin. Und diese Vorgänge des Übersteigens sind nun zwar nicht zu erwarten, gleichsam als Recht, das ich habe, sie sind aber sehr wohl beschreibbar. Und zwar sind sie beschreibbar mit alten Begriffen, die jedoch bis heute nicht überholt sind. Der Vorgang, dass das Größere, das in der Wirklichkeit liegt,
sich übersteigt zu mir her. Das ist ein Dreiklang, den wir heute Morgen im ersten Vortrag bereits gehört haben. Die alte Philosophie, schon die griechische Philosophie bei Aristoteles, später in der scholastischen Philosophie und Theologie im Mittelalter, die haben den Gedankengang etwa so formuliert. Sie sagen, das, was an göttlicher Wirklichkeit durch die Schöpfung hindurch, über die Schöpfung hinweg, mit Hilfe der Schöpfung bis zu mir kommt, das ist einmal der eine, das eine, Gott selber, unvergleichlich, unüberholbar, unübersteigbar, der eine, das heißt, in diesem einen liegt alles mit drin. Es gibt nichts, das neben diesem einen noch dazukommen könnte. Transzendenz also als eine Erfahrung mit Gott selber. Gott, der die Wirklichkeit übersteigt, um mir zu begegnen. Transzendenz. Das, was unsere religiöse Sehnsucht ausmacht. Und jetzt kommt's. Die alte Philosophie und Theologie sagt, wenn das geschieht und dieser eine alles übersteigt und mir begegnet, dann kommen drei Dinge dazu, die gleichsam selbstverständlich mit dazugehören, und ohne die es dieses eine überhaupt nicht geben kann. Denn dieses eine ist in sich immer auch das Wahre. Es ist immer auch das Gute. Und es ist immer auch das Schöne. Man kann das jetzt auswechseln, gleichsam damit. In dem Zusammenhang gebrauche ich dieses Wort nicht gern, aber es eignet sich trotzdem dafür. Ich kann mit diesen Begriffen jetzt auf eine sehr ernsthafte Weise spielen. Wo mir wirklich Wahres begegnet. Das kann ja sein, dass mir in einem Menschen etwas dermaßen überzeugend Wahres begegnet, dass ich merke, da kommt hinter dem Menschen und hinter der Wahrheit, die er mir bringt, unendlich viel mehr bis zu mir. Wo mir dieses Wahre begegnet, da begegnet Gott mir in diesem Wahren, durch dieses. Und dasselbe ist mit dem Schönen. Man muss es nicht groß dazu sagen. Schön heißt etwas anderes als vieles, was heute als schön bezeichnet wird. Sondern etwas, das in seinem tiefsten Wesen etwas ausstrahlt. Und jetzt fehlen die Begriffe. Hier kommt Sprache an ihre Grenze. Es ist eine Schönheit. Manchmal erlebe ich sie in einer Landschaft, sehr oft in der Musik, manchmal eher selten in einem Werk der bildenden Kunst, und zwar eher selten, weil es mich sofort anregt, mich denkerisch, geistig damit auseinanderzusetzen. Das geht manchen anders. So geht es mit dem Wahren, so geht es mit dem Schönen und so geht es mit dem Guten. Es lohnt sich,
sich damit zu beschäftigen, was denn das nun ist. Was ist das Wahre? Das Wahre ist nicht einfach das, was richtig ist. Der Begriff wahr heißt in der alten Philosophie, vor allem auch in der Sprache der Bibel, das, was zuverlässig ist, worauf man sich unbedingt verlassen kann. Was treu ist. Ein Mensch ist wahr, wenn ich alles Zögern und alles Zweifeln hinter mir lassen kann und ganz ruhig werde, dass ich hier bei diesem Menschen gewiss nicht enttäuscht werde. Dass keine Täuschung mit im Spiel ist. Dass ich mich umdrehen und gehen kann. Und ich kann wiederkommen heute, ich kann morgen kommen, ich kann in 3 Wochen kommen und alles, was gesprochen wurde, das gilt immer noch. Es ist zuverlässig. Es ist so. Nachdenken über das Wahre. Dasselbe Nachdenken über das Gute. In diesem Nachdenken über das Wahre, das Gute und das Schöne entdeckt man über kurz oder lang, hoffentlich über kurz, dass keiner von uns das Wahre, das Gute und das Schöne in der Hand hat. Die alte Sprache der mittelalterlichen Philosophie sagt mit Recht, und ich schätze diese Sprache sehr, weil sie sehr zuverlässig uns etwas sagen möchte, worauf wir uns auch denkend einlassen können. Das Wahre, das Gute und das Schöne ist nichts, was ein Mensch von sich aus produzieren kann. Ich darf es aber erbitten und ich darf es von Gott her erwarten. Und auch in der Beziehung miteinander können wir es einander versprechen, aus dem Versprechen Gottes heraus. Denn Gott hat es versprochen, dass er als der eine auch uns gegenüber der Gute, der Wahre und der Schöne ist. Und in ihm, unter seiner Hand, werden auch wir dazu. Das ist die eine Richtung. Transzendenz heißt, durch das, was in der Wirklichkeit uns begegnet, begegnet Gott mir als der, der sich zu mir hin übersteigt, zu uns hin übersteigt. Darum sind wir als Christen beieinander. Wir sind beieinander nicht primär, weil wir uns auf uns verlassen können, sondern weil wir uns eingelassen haben und verlassen können auf den, der sich immer neu zu uns hin bewegt und begegnet. In der Fachsprache nennt man diese 3 Bewegungen des Wahren, des Guten, des Schönen, das, was mit der Transzendenz
verbunden ist. Transzendentalien. Es ist gut, wenn ihr in eurer Gemeinde, und ich würde noch kleiner runtergehen, in euren Freundschaften, in euren Beziehungen, damit rechnet. Ich glaube, sonst kann man gar nicht zusammen sein. Auch im Zusammensein zwischen zwei Menschen. Weil Gott dabei ist, gilt es auch für uns beide. Du bist mir gegenüber wahr und ich bin es dir gegenüber. Du bist mir gegenüber gut. In einem umfassenden, unbeschreiblichen Sinne, wo es nur noch Gut, Bewahrendes gibt. Und du bist mir gegenüber schön. Schön in diesem Sinn, an dir wird mir wenigstens erahnbar, was ursprünglich mit dem Menschsein gemeint war. An dir als Frau erahne ich, was Gott gemeint hat, als er Frau gemacht hat. Dieses Ursprüngliche, das mir hier entgegenkommt, angesichts von dir, mit all deinen Begrenzungen, deinen Beschädigungen, all dem Schmerz, den wir auch einander zugefügt haben, in all dem übersteigt das Ewige und der Ewige trotzdem dich auf mich hin. Darum begegnet mir in dir das Gute und das Schöne. Das ist die eine Art des Übersteigens von Gott her zu uns. Nun gibt es die Gegenbewegung, unsere Antwort. Auch wir übersteigen nun von uns her in die Wirklichkeit zum anderen hin. Und dort hat die Fachsprache gesprochen, es gibt drei Kräfte. Auf dreierlei Weise übersteigt Gott über die Wirklichkeit her sich zu uns. Und auf dreierlei Weise übersteigen wir von uns her die Wirklichkeit zu dir in der Begegnung. Diese drei göttlichen Tugenden, so heißt die Fachsprache, heißen Glauben, Hoffen und Lieben. Auch da könnten und sollten wir nachdenken, was denn mit diesen Begriffen gemeint ist. Wir gebrauchen sie heute auch. Gebrauchen sie manchmal in einem sehr ernsthaften Sinn, manchmal etwas leichtfüßig. Glauben heißt sich einlassen auf das Zuverlässige, selber zuverlässig werden. Hoffen heißt, ich lasse mich ein auf das, was noch nicht da ist, im Wissen, dass ich heute schon damit leben kann, weil es kommt. Steht nichts mehr in Zweifel. Auch wenn es nicht da ist, noch nicht da ist. Und ich übersteige alles Widerständige, Hässliche, Schwere, Schmerzhafte. All das übersteige ich mit Liebe,
Und Liebe ist diese unglaubliche Kraft gegen alles Zerstörerische, das wir von anderen her kennen, das wir aus dem eigenen kennen. Wir übersteigen es in der Kraft, ein Nein zu sagen, das das Dunkle und Schwere und Zerstörende je einmal ein letztes Wort haben könnte. Transzendenz von uns her. Glauben, hoffen und lieben ist nicht etwas, was man einmal kann, sondern etwas, das man immer neu beginnt, immer neu übt. Was hat das mit Kunst zu tun? In meinem Verstehen von Kunst will Kunst hinsehen lehren. Paul Klee sagt, Kunst lehrt sehen. Ich kann leben, ich kann lange leben, ohne wirklich zu sehen. Ich kann die Vorgänge des Lebens, die Vorgänge der Welt betrachten und ich sehe nie das Ewige. Ich gehe an dem Übersteigenden immer vorbei. Vielleicht hat dieses Übersteigende, diese Transzendenz in mir, meinem Erfahren, meinem Denken, wie keinen Raum mehr. Keine Hoffnung, dass es sich je einmal einstellt. Oder ich habe es einmal erfahren, aber es gibt in mir keinen Raum mehr, dass sich das auch bei mir doch noch einmal vollzieht. Die Aufgabe der Kunst, wie ich Kunst verstehe, zu ihr gehört, immer wieder aufmerksam zu machen, dass und wie in den Vollzügen der Gegenwart sich dieses Übersteigende von Gott her zu mir bemerkbar macht. Schau hier in diesem Himmel, den man, siehe Bildzeitung, fotografieren kann. In diesem Himmel übersteigt Himmel sich bis zu mir. In diesem Menschen, sogar in seinem zerstörten Angesicht, in seinem kaputtgeschlagenen Leib, übersteigt sich immer noch der Hinweis, dass hier nur Schönes und Wahres und Gutes gemeint war, ja immer noch gemeint ist. Ein Kunstwerk wird mich nicht belügen. Es wird mir den Menschen in seiner Anfälligkeit, in seiner Geschichte nicht verbergen. Aber es wird mir auch die Hoffnung auf das Übersteigende nicht verschweigen. Als ob es das nicht gäbe. Als ob ich darauf nicht mehr warten könnte, ja warten müsste, sollte. Das eine ist die Aufgabe der Kunst. Kann sich's einfach machen, wenn es so ist, dass in der Wirklichkeit es das Übersteigende gibt, in dieser zweifachen Hinsicht, ist Kunst, hat Kunst so etwas wie eine Aufgabe, an der sie nach meinem Urteil auch zu messen ist. Diesen Raum für das Übersteigende immer wieder zu öffnen,
darauf hinzuweisen, dafür empfindsam zu machen. So, und jetzt die Frage, wie macht man das? Ich gebrauche eine Vorstellung, die, so vermute ich, im Rahmen der Kunstdiskussion selten gebraucht wird. Aber wir werden sehen, wie weit das vielleicht hilfreich sein kann. Wir machen Menschen auf dieses Übersteigende aufmerksam, indem wir ihnen Geschichten erzählen. In einer Geschichte wird einem gezeigt, wie denn das zugeht, dass es einmal zu diesem Übersteigen kommt und andererseits wie die Hoffnung darauf, dass sich das auch bei mir vollzieht, mir nicht abhanden kommt. Warum aber nun Geschichte? In der abendländischen Geisteskultur lieben wir die Begriffe. Wir versuchen, ein Geheimnis, einen Sachverhalt, ein Gespräch zusammenzufassen, indem wir am Ende dafür einen Begriff prägen, eine Definition finden, mit der wir dann meinen, das zusammenzufassen, worum es nach unserer Auffassung hier geht. In den Evangelien machen wir die Beobachtung, dass Jesus nach meiner Wahrnehmung auf Begriffe und auf Definitionen verzichtet. Begriffe und Definitionen, über die kann man diskutieren und man kann herrlich streiten. Man kann, und das ist ein Recht darauf, man kann verschiedener Meinung sein. Ich sehe das aber anders. Und der Dritte sagt, ich sehe das noch einmal anders. Über Geschichten kann man nicht streiten. Wenn Jesus gefragt wird, was verstehst du unter dem oder jenem? Dann wird er gleichsam verlockt zu einem Begriff beziehungsweise zu einer Definition. Und was macht er? Er erzählt eine Geschichte. Ist Gott nicht ungerecht? Wird er gefragt. Was verstehst du unter Gerechtigkeit Gottes? Da ließ er sich herrlich definieren. Und Jesus erzählt die Geschichte von dem Weinbergbesitzer, der am Morgen arbeitet, mietet für die Weinlese. Und nach 2 Stunden wieder, nach 2 Stunden noch einmal, bis 1 Stunde vor Feierabend. Und am Ende entlöhnt er sie. Und zwar so, dass die, die von morgen an gearbeitet haben, zusehen, dass die, die 1 Stunde arbeiten, den ganzen Tageslohn bekommen und so weiter. Ich setze voraus, dass ihr die Geschichte kennt. Und die Leute, die Jesus zuhören, die sehen das alle vor sich. Und dann erfahren sie, was Gerechtigkeit Gottes heißt. Keine Definition.
Aber Jesus lässt den Weinbergbesitzer zwei Sätze sagen, bei denen jeder der Zuhörer sagen muss, genau so ist's. Niemand kann widersprechen. Der Weinbergbesitzer sagt, darf ich denn mit dem, was mir gehört, mit meinem Besitz, darf ich da nicht umgehen, so wie ich es will? Ist Gott ungerecht und ist er gerecht? Ja, darf denn Gott nicht mit dem, was ihm gehört, umgehen, so wie er will? Und der Satz 2, schaut dein Auge darum so böse, ärgerst du dich darum so, weil ich so gut bin? Darf Gott eigentlich gut sein, auch wenn das meiner Definition von Gerechtigkeit widerspricht? Keine Definition, sondern eine Geschichte. Und die Geschichte ist auf ihre Weise unwiderruflich und zwingend. Sie zwingt mich dazu, ja zu sagen, so ist es. Ich werde nicht gezwungen, einverstanden zu sein. Das nicht. Aber dass dieser Weinbergbesitzer darf, da muss ich einstimmen. Und das lässt sich fortsetzen. Ist Gott, was verstehst du, wird Jesus gefragt, unter Barmherzigkeit. Und Jesus erzählt, ja, er bringt keine Definition, könnte er. Er erzählt die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Darf Gott den Verlorenen einen freien Raum geben, um umzukehren? Und Jesus erzählt Geschichte um Geschichte um Geschichte. Und bei jeder Geschichte bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, so ist es. Ich wünsche mir, dass Kunst, jetzt kommen wir in Schwierigkeiten, ich würde sagen, ich wünsche mir, dass Kunst Geschichten erzählt. Und ich meine das tatsächlich ernst. Natürlich meine ich nicht, dass hinter jedem Kunstwerk noch eine Erklärung mit einer Geschichte dranhängt. Aber dass Kunst aus einer eigenen Geschichte herauskommt und mich dazu hinführt, in Geschichte mich verwickeln zu lassen, in einem Prozess des Erzählens und Hörens und Einstimmens, ja auch der Abwehr, mich hineinzieht, nicht aber in eine Definition, in eine Bestimmung hineinführt. Wie das zugeht, das müsst ihr als Künstler beantworten. Bei mir ist es bis jetzt eine Ahnung, dass es in diese Richtung gehen könnte und gehen sollte. Etwas, das ich aus anderen Zusammenhängen kenne und von denen ich denke und hoffe, dass auch Kunst in diesen Zusammenhang hineingehört. Und damit kommen wir ans Ende. Wir haben begonnen mit der Frage, ist Kunst Schöpfung oder ist Kunst Verwandlung? Maßgebend für mich ist die Geschichte von der Erschaffung des Menschen, in der Gott Vorhandenes nimmt, formt
anhaucht. Und so kommt Leben. Was wahrnehmbar ist für uns Menschen, ist der Erdboden, das Kneten und Formen und das Anhauchen. Das sind wahrnehmbare Vorgänge. Was nicht wahrnehmbar ist, wie nun diese Verwandlung geschieht. Obwohl alles sich vor meinen Augen vollzieht, dieses Geheimnis bleibt mir verborgen. Für mich ist das die Parallele zu dem, was bei Kunst geschieht. Es gibt den einen Aspekt, den großen Teil des Wahrnehmbaren. Das Vorhandene, es wird zusammengestellt, es bewegt sich etwas, es ist Aktivität. Und ich kann mit beobachten, wie aus einem Anfang am Ende das Kunstwerk entsteht. Am Anfang der Erdboden, am Ende ein atmender Mensch. Vieles daran ist wahrnehmbar. Aber wie kam es dazu? Das entzieht sich meinem Wahrnehmen und letztlich auch meinem Verstehen. Stehe ich vor einem Bild, das mich überwältigt, dann kann ich da und dort noch nachvollziehen. Das Vorhandene, der Vorgang, das Endergebnis. Aber woran liegt es, dass in diesem Bild, im Unterschied zu so manch anderen, die sehr ähnlich sind, das ganz Besondere vorhanden ist und mir entgegenkommt? Ich weiß es nicht. Es ist wie bei der Hochzeit von Kana. Sie beginnt mit einer Notsituation. Sie haben keinen Wein. Vorhanden ist manches. Das wird auch eingesetzt. Die Steinkrüge füllt sie mit Wasser, schöpft und bringt dem Speisemeister. Und der trinkt. Lauter normale Vorgänge. Sie sind alle wahrnehmbar. Aber der Speisemeister trinkt Wein. Verwandlung geschieht, ist geschehen. Aber dieser Aspekt der Verwandlung, der bleibt Geheimnis. Er ist nicht beobachtbar. Er entzieht sich der Wahrnehmung und letztlich auch meinem Verstehen. Und doch, was jetzt übrig bleibt, und das ist das, von dem ich denke, dass es uns angeht. Der Bräutigam und der Speisemeister sind im Gespräch und der Speisemeister sagt, der bekannte Satz, jeder andere gibt den guten Wein zuerst, dann den schlechten, dann sind die ja schon betrunken. Du machst es genau umgekehrt. Und das heißt, indirekt stellt der Speisemeister sehr scharf die genau richtige Frage.
Was ist das Geheimnis dieses Weins? Woher kommt dieses Geheimnis der Lebendigkeit, der Verwandlung? Das ist die entscheidende Frage. Das heißt, Speisemeister und Bräutigam stehen mit der richtigen Frage unmittelbar vor dem Geheimnis des Lebendigen. Und was machen sie? Sie trinken. Man kann am Geheimnis der Verwandlung vorübergehen, auch in der Kunst, und bloß trinken. Von den Jüngern Jesu aber wird gesagt, sie aber sahen seine Herrlichkeit und glaubten an ihn. Das ist die Verheißung von Kunst. Mit der richtigen Frage, der ich nicht ausweiche, begegne ich dem Geheimnis der Verwandlung. Und darin begegnet mir seine Herrlichkeit. Und daran kann ich zum Glauben kommen.